Nine ist gescheitert. Ah. Was? Ich? Ne. Exclamation mark. Ah ja, genau. Jetzt nochmal hier. Aber jetzt nicht. Nine! Was ist los da? Drück drauf auf den Knopf. Ah, echt. Drück schon vorher. Ganz hektisch und panisch. Ich bin hier gescheitert. Ah! Oh, Scheiße. Entschuldigung. Ja, du sagst es. Totale Scheiße. Boah, ich hab so laut auf meinen Ohren. Ich muss mal meine Decke von mir wegmachen, sonst krieg ich jetzt einen Schweißanfall. Dein Typ... Ein Schweinanfall, ja, so ungefähr. Dein Typ... Warte, lass mich mal kurz hinsetzen, gescheit. Dein Typ guckt irgendwie... Meiner? Ja, dein Typ... Ja? Der guckt, als hätte er irgendwas heftig fiese Chemikalien in sich... Der hat gerade so ganz komisch exorzistmäßig geguckt. Ja, vielleicht hat er auch irgendwas genommen. Ja. Ja, okay, kann auch sein, die waren ja auch besoffen. Ich geh mal vor, da ist Blut. Blut ist gut. Sehr Hallo? Vertrauenserweckend. Ich blär mal, hallo? Was ist denn los? Hallo? So ein Päckchen Milch. Noch eine Leiche. Wen hat's erwischt? Oh, ich muss den auch mal an. Verdammt, Buckley. Dunkel, ich sehe gar nicht. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Boah, weißt du, wie das ausschaut? Nee, ich sehe das nie. Das ist dunkel bei mir. Nee, bei mir ist hell. Wie bei der Grudge, wenn die gesehen haben, die Olle. Schau mal, hier geht's auch lang, oder? Oh, ich will nicht runter. Nein, ich möchte nicht. Wo geht's denn überhaupt lang? Warte, da geht's runter. Das heißt, ich... Nein, ich will da nicht hin. Warte, wir gucken erst noch, was da ist. Warte, geht's da vielleicht auch noch lang? Kackst du dir ein, oder was? Nein, aber ich möchte wissen, ob es hier auch lang geht. Nee, geht aber nicht. Das sag ich ja. Ach so. Okay. Oder wie bei Harry Potter, die Basilisken. Ja, das kann auch sein. Oder sie haben einfach mich gesehen. Ungeschminkt. Auf meinem Staubsauger bin ich durch die... Durch den Himmel gesüßt. Meiner schaut aus wie so ein Lappen. Oh, halt dir, um schneller zu gehen. Du bist doch ein Lappen. Halt dir, um schneller zu gehen. Ich will gar nicht schneller gehen. Warum steht das jetzt schon da? Weiß ich nicht. Es stand noch nicht da rennen. Ich weiß nicht, wohin. Ist das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Ich glaube, da müssen wir lang, oder? Bin ich der Einzige? Toll. Gehen wir nicht erst in die andere Richtung? Da ging's... War da was? Ja, da ging's noch nach links. Ach so. Das ist so eine blöde Spielsichtweite. Ja, das ist wie bei Until Dawn. Das schaut ja auch immer so aus, weil das Third Person ist. So filmmäßig. Da geht's doch auch lang, oder? Guck mal. Das ist so zappenduster bei mir. Ich geh mal gucken. Ah, hier ist eine Gittertür. Okay, sie geht nicht auf. Wir sind umsonst gegangen. Aber hey. Ja, wir müssten doch wissen, nicht, dass hier irgendwas liegt. Was ist zum Lesen. Nicht viel. Außer Tote liegen hier nicht viel. Ja, man weiß ja nie, wo irgendwo ein Zettel liegt. Ich warte auf dich. Ich komme, angedüst. Miau. Alter, dieses Kackkind! Hä? Chuck? Da war das Kind schon wieder. Hast du ihn gesehen? Da, der schaut voll fertig aus. Ich schwöre, der hat irgendwas genommen. Okay? Das sag ich ja. Gott sei Dank sehe ich das Kind nicht. Aber wieso muss ich das jedes Mal sehen? Weil du den Hübschen genommen hast und mir den Lappen gegeben hast. Das ist Rache. Wahrscheinlich. Joe, komm mal her! Oha. Ja, gesund sehen die nicht mehr aus, wa? Nö. Ja, natürlich. Ach, Hauptsache, da nimmt bloß so ein Kackmesser, Alter. Kannst du Pilze sammeln gehen damit, ey. Ich krieg jetzt ein Messer und sie nimmt die... Erst hat sie den Hübschen. Ach, schön, ey. Ich hab das Lachen gehört von dem Kind. Ich... gar nichts. Alter, ich knall das Kind ab, ich sag's dir. Das glaub ich dir. Gut. Wolltest du noch mal gesagt haben. Wenn du jetzt nicht... Ja, du knallst jetzt dann gleich mich ab wahrscheinlich, oder? Nee, wenn du so Halluzinationen schiebst. Ja, weiß ich ja nicht. Du drehst dich um und knallst mich ab oder so. Jenny, stich sie ab. Wo bist du denn hin? Ich Knoten?
Ja. Okay, bis gleich. Was geht ab? Ach, das Kind. Er hat gesagt, lauf. Alter. Alter, bist du hässlich. Boah. Nee. Alter. Ausrufezeichen. Boah, es ist laut. Ausrufezeichen Multi. Alter, meine Ohren. Ich muss das Spiel leiser machen. Es ist manchmal echt heftig zu laut. Muss ich hier gleich... Hans, sing nicht so schön. Won't you spare me over till another year? Headbang. Voll geil. Hab ich gleich erkannt, Miruki. Nee, Anygames, du kannst dir oben aussuchen, welchen Chat du möchtest. Oben ist dann Ebony oder der Linie-Clan. Dann kannst du aussuchen, welchen Chat du möchtest. Hallo. Servus. Und willkommen. Dankeschön. In meiner Schatzkammer. Mhm. Jetzt kommt das Sexspielzeug gleich raus. Ach, Schmarrn, bist doch nicht dumm. So ein Schmarrn. Und ihr sagt, es war krass, beides zu sehen, oder was?
Ich bin der Kurator. Okay. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Manchmal werden sie die Geschichte gemeinsam erkunden, manchmal jeder für sich. Was einer tut, mag dem anderen sinnlos erscheinen, denn wir haben alle andere Perspektiven. Aber wie im Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Bei was denn, Anygames? Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Eher Chaos. Du kannst auch auf den Multi-Twitch gehen und dir bei dem normalen Twitch einfach den Chat aus Pop-Out machen. Einfach aufs Zahnrad, dann kannst du Pop-Out-Chat machen. Achso, ja, natürlich darf man lachen. Brad, geistreich, Alex Bruder, unschuldig. Nina ist Alex. Wir sind geistreich. Das passt ja gut zu uns. Ja, sie ist Alex, motiviert Brads Bruder, Julias Freund und unsicher. Die gibt mir immer die Lappen, wollte ich gerade sagen. Aber wir sind ja geistreich. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Bitteschön. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Mann, aber sicher. Ja? Ich bin der Tauchmeister, Mann. Aber gleich vorweg. Ich bin streng. Keine Extrawurst. Sie wählen, ich wähle, genau, oder? Was ich sage. Danke, Mann. Cool. Echt? Wir machen, was er sagt. Er hilft cool, uns danke, ja. Mann. Ist doch klar. Du bist mein Bro. Eben. Hey, Vorsicht. Die Tauchkamera war wahnsinnig Brüderchen, teuer. Sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also alle beide stinkreich. Und? Oh, wow. Leg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Hey. Ich bin nicht gut mit Menschen. Hey. Du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. Halt die Klappe. Oh, Nina hasst mich. Jetzt haut sie mir gleich eine rein. Brad, du bist nicht hier, weil du mein Bruder bist. Ich meine, du bist mein Bruder. Aber ich meine, so wie Kumpels, weißt du? Ja, schon. Wir sind einfach hier zum Abhängen und chillen. Was zum Teufel laberst du da? Lass uns legendär chillen, Mann. Okay, amigo. Legen, warte, es kommt gleich. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Ja. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart.
Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hallo, Funny Fund. Wenn du Ausrufezeichen Multi machst, dann siehst du die Nine auch. Dann siehst du Conrad mich und die Nine gleichzeitig. Zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl Wie geht's mal dir, Funny Fund? Ja. Yeah. Beziehung aktualisiert. Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Mit oder ohne Gummi? Hör auf deinen Bauch. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Genau. Hey! Begeistert Konrads Schwester, Alex' Freundin und unvorsichtig. Konrad, tollkühn, entspannt und Julias Bruder. Okay. Das sind die zwei Reichen. Also die zwei sind Geschwister und wir zwei. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Konrad? Der kommt mir bekannt vor. Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Ja. Freut mich, Conrad. Ja, wir sind jetzt alle zusammen. Jetzt kommen wir uns ja wieder. Brad, eben, die Bruder. Reden da noch. Hey. Ich glaube, ich kenne dich auch. Schon, hab viel von dir gehört. Können wir ganz kurz Pause machen, dass ich das Spiel noch kurz heller stellen kann? Klar. Weil es ist nämlich echt duster. Lust auf ein Bierchen? Na klar. Wollte eh auf Einstellung gehen. Wollte irgendwas machen, frag mich jetzt aber nicht was. Ich wollte den Effekt ein bisschen runterstellen, weil manchmal dröhnt mir da mein Ohr weg, oder? Das ist Wahnsinn. Was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich machen. Ich hab's vergessen. Perfekt. Da brummt gleich mein Handy. Wir haben voll schön entschieden. Weißt du, wie ich meine? Du so voll nett, ich so voll nett. Und ich sag so irgendwas Blödes, sag ich, oh, jetzt haut sie mir gleich ins Gesicht oder so. Und mein Chat schreibt, es ist voll geil, beides zu sehen im Multistream. Bei dem. Echt cool? Ja, weil ich hab mich in einem Schrank versteckt, gell? Das warst du? Ja, und ich hab Monster gesehen. Auf einmal knallt mich irgendwas ab. Und ich denke mir, was knallt mich da ab? Hast du, wie du hast mich. Ich sag doch, du knallst mich ab, du Sau! Ich hab da ein Zombie-Kind drin gesehen. Und ich hab ein Monster. Ich hab mich versteckt. Dann war ich da drin, auf einmal habe ich Schüsse gehört. Dann war ich tot. Dann hat jemand den Schrank aufgemacht. Und dann hast du einen Hut gesehen, einen Typen mit einem Hut. Und ein ganzes Gesicht war weggerissen. Naja. Ah, du warst das? Die andere killt mich. Upsi. Alter, ich... So, wir können weiterspielen. Okay, super. Die tötet mich einfach. Ja, ich spiele mit der nicht mehr. Die will mich töten. Und der Gruseligste ist der Kurator. Der ist doch cool. Ja, der ist so schon cool, aber der ist trotzdem gruselig. Schau dir die Bilder an. Ich weiß nicht, was es hier geht. Cool. Es super. Geht hier gerade um Bier. Ich liebe Bier. Zugehört. Scheiße. Bei mir geht's um Bier. Oh, toll, ich hab die falsche Frage erwischt. Guter Mann, Bradical. Mordsmast hast du da? Nee. Mast tief. Ich tauch doch mit der Alten nie. Ich wollte doch... Was? Bist du schon mal getaucht? Bin ich schon mal getaucht? Noch nie. Eigentlich nicht. Ich lüge nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Scheiß auf die Olle. Ich tauche mit meinem Bruder. Was soll das? Und den Konrad mag ich nie. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem? Der war gerade ganz sympathisch zu mir. Ungeduldig, Kapitän der Duke of Milan und mutig. Das ist die Fliss. Mit ihrer Hotpan. Ja. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... So, alle an Bord und bereit abzulegen? Ich geh mir das heute noch kaufen. Ja, mach das, Anygames. Du kannst es auch mit Freunden auf der Couch spielen, dass du so die Controller weiterreichst. Haha.